Am Freitag geben drei Voice of Germany Stars in Bodenmais ein Live-Konzert der ganz besonderen Art. Die Band Same Day Records hat es unter 10.000 Bewerbern unter die besten 130 Kandidaten geschafft. Die jungen Nachwuchskünstler lassen mit ihren akustischen und modernen Sounds mit Sicherheit das ein oder andere Teenie-Herz höher schlagen. Ich kann nicht leise und Konnaker Hochdeutsch. So heißt der erste Song des Debütalbums von Bayern 3 Moderator Fleischi mit Band. Und dieser Titel ist am Freitag im Gasthof Grendel auch Programm. Von skurrilen Songs wie der Fleischhymne bis zu moderner Tanzmusik ist alles mit dabei. Dabei zieht sich der typische Fleischi-Humor durch das gesamte Album. Überzeugen Sie sich selbst vom Talent des beliebten Moderators. Genießen Sie allein oder mit Ihrer besten Freundin am Samstag ein Event der Extraklasse. Zum ersten Mal findet in der Waldglashütte bei Josca Bodenmais eine Ladies' Night statt. Nach einem Begrüßungssekt können Sie anschließend das Original-Glashütten-Menü genießen. Neben einer Trachtenmodenschau, einer Cocktailbar und gratis Glaskugelblasen erhält jede Lady ein Schmuckpräsent aus Glas. Und ganz nebenbei gibt es Musik von Sunday Records. Ihr Tanzbein können Sie am Samstag beim zweiten Straubinger Trachtenball zu den Klängen des Bayerischen Musikantenstammtisches schwingen. Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr findet der Trachtenball auch heuer wieder im prachtvoll dekorierten Asam-Saal statt. Die Sitzplätze sind zwar schon alle ausverkauft, Sie können aber noch ein paar Flanierkarten ergattern. Bummeln nach Herzenslust lässt es sich am Sonntag beim Deggendorfer Herbstmarkt. Dabei bieten rund 80 Vieranten alles, was das Herz begehrt. Von Bekleidung, Blumen, Dekoartikeln bis hin zu diversen Imbeständen ist alles dabei. Ebenso öffnen die Geschäfte von 13 bis 17 Uhr ihre Pforten für die Besucher. Die kleinen Gäste erwartet in der Bahnhofstraße eine sagenhafte Spielstraße. Die Autos müssen deshalb an diesem Tag draußen bleiben. Die Kreiskliniken Bogen-Mallersdorf feiern dieses Wochenende ihre neue Mitgliedschaft bei der Klinikkompetenz Bayern EG, jeweils mit einem Tag der offenen Tür. Am Samstag öffnet die Klinik Mallersdorf ihre Pforten. Dort können Sie die neueste Ausstattung und Medizintechnik bewundern und moderne Methoden wie beispielsweise ein Minea-Bauchdeckenlift besichtigen. Am Sonntag können Sie in der Klinik Bogen hinter die Kulissen blicken und von der Aufnahme bis zur Entlassung der Patienten alle wichtigen Schritte dazwischen verfolgen. Erstmals findet der traditionelle Herbstbasar des Bezirkskrankenhauses Straubing in diesem Jahr gleich an zwei Tagen statt. Dabei können die Besucher im Eingangsbereich der Klinik Produkte aus der Arbeits- und Beschäftigungstherapie erwerben. So lässt sich das ein oder andere Schnäppchen machen. Durch den Bürgerkrieg in Syrien befinden sich tausende verzweifelte Menschen auf der Flucht. Daher ist schnelle Hilfe gefragt. Gemeinsam können wir etwas bewegen. Unter diesem Motto präsentiert Sängerin Karin Raphansl am Donnerstag in Hengersberg ihr drittes Studioalbum Anna. Die Erlöse des Konzerts kommen UNICEF-Projekten in Syrien und Flüchtlingscamps zugute.